Du hast schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Berater oder einem Finanzprodukt gemacht und fühlst dich jetzt gehemmt und bist ein gebranntes Kind und weißt nicht, was du für die Zukunft besser machen sollst, beziehungsweise hast einfach Angst davor, nochmal einen Fehler zu machen. Dann geht es dir wie vielen. Ich möchte in dem Video ein bisschen was dazu sagen, warum dieses Denken dich einfach hindert und warum du das ablegen musst. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 14 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt bin ich als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater tätig. Das heißt, jeden Tag und das seit vielen, vielen Jahren kommen Menschen auf mich zu mit den verschiedensten Renten- und Lebensversicherungen, immer mit dem gleichen Problem. Gewisse Skepsis, gewisse Sorge darum, ob das Ganze lohnt, ob sich das rechnet, weiter einzuzahlen und mit der Frage verbunden, ob es nicht bessere Wege gibt, seine Altersvorsorge aufzubauen. Wenn du jemand bist, der eben auch schon den einen oder anderen Vertrag abgeschlossen hat, vielleicht schon mehrere Berater im Laufe deines Lebens hattest und immer wieder mal auf die Nase gefallen bist oder ja, skeptisch darüber warst, ob das Ganze so Sinn macht, da kann ich dir sagen, du bist nicht der Einzige. Vielen Menschen, vor allem denjenigen, die auf mich zukommen, geht es ähnlich. Wenn alles im Lot ist und du bist zufrieden mit deinen Geldanlagen und machst dir keine Sorgen, dann wirst du weder dieses Video angucken, geschweige denn dir einen neuen Berater suchen. Von daher ist es bei mir tagtäglich so, dass ausschließlich Menschen auf uns zukommen, die eben gewisse negative Vorerfahrungen gemacht haben. Die eben Berater hatten, wo sie vielleicht über den Tisch gezogen sind oder eben nur so mittelgut beraten worden sind und dementsprechend ja, schlechte Vorerfahrungen gemacht haben. Ich möchte dir an der Stelle sagen, dass es wenig bringt, dass du dich darauf ausruhst, in Anführungsstrichen, dass du ja sagst, du willst nicht nochmal auf die Nase fallen. Das ist natürlich logisch, dass du das nicht nochmal willst. Aber du musst für dich analysieren. Im Gespräch mache ich das manchmal gemeinsam mit dem entsprechenden Interessenten, der sich bei uns gemeldet hat, warum und was dazu geführt hat, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Du musst dir die Frage stellen, warum hast du damals, sagen wir mal, Geld verloren? Was hast du entschieden und was hat dazu geführt? Wenn du zum Beispiel auf irgendwelche vermeintlich heißen Tipps im Sinne von Einzelaktien gesetzt hast, dann ist das natürlich relativ naheliegend, dass da ein hohes Risiko mitschwingt und das ist es dann auch relativ naheliegend, dass du dabei Geld verlieren kannst. Wie viele Menschen, gerade Ältere, haben viele früher in die Telekom-Aktie investiert und haben da viel Geld verloren. Das ist natürlich ein hohes Risiko, was du trägst und das muss dir natürlich bewusst sein, wenn du so punktuell in einzelne Unternehmen investierst. Wo es bei den meisten losgeht mit den eventuell negativen Erfahrungen, ist bei der Auswahl des Beraters. Du musst dir als allererstes mal vor Augen führen, erstmal möchtest du einen Berater haben, hast du erkannt, dass die Materie der Finanzen, das Thema des Vermögensaufbaus so komplex ist, dass du dich dazu entscheidest, dir einen Experten zu holen. Ich bin ein Experte und kann dir deshalb das empfehlen und aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, dass es in diesem Thema schon Sinn macht, einen Ratgeber zu haben, einen Experten, der sich eben auf das Thema konzentriert hat und seit vielen Jahren sich darin auskennt und einem hilft. Das heißt, die Wahl des richtigen Beraters ist mal an allererster Stelle zu sehen. Wenn du dich natürlich auf Berater verlässt, die Produkte verkaufen, die von einem bestimmten Unternehmen sind, sei es jetzt einer Bank oder einer Versicherung, dann ist es natürlich relativ naheliegend, dass man ausschließlich die entsprechend hauseigenen Produkte verkauft bekommt. Und dass die natürlich nicht im Interesse des Kunden immer konzipiert sind, sondern in erster Linie aus Sicht eines Anbieters, einer Bank oder einer Versicherung aufgebaut sind, das ist eigentlich relativ logisch. Dementsprechend muss dir klar sein, wenn du zu einem solchen Produktvertreter gehst, dass du natürlich immer nur eine sehr einseitige und sehr abhängige Beratung bekommst, und damit natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze eben nicht in deinem Sinne aufgebaut ist, relativ hoch ist. Relativ einfach kannst du sagen, dass jeder Berater bei einer Bank, der dort angestellt ist, in diese Kategorie fällt, genauso wie diverse Berater, die die klassischen Versicherungsvertreter sind, also die Berater, die bei einer Versicherung arbeiten. Die Selbstständigen, die auch ausschließlich mit einer Versicherung unterwegs sind, sind natürlich ähnlich in diese Kategorie einzusortieren, weil sie ja ausschließlich die Interessen eines Unternehmens vertreten. Dann gibt es ja noch die Versicherungsmakler, wie du vielleicht auch einen kennst oder hast, der mit mehreren Gesellschaften zusammenarbeiten kann. Das Problem liegt hier aber in seiner Vergütung. In der Regel werden diese Berater eben nach den Produkten, die sie verkaufen, vergütet. Und die Provisionen sind halt nicht immer gleich. Und dementsprechend liegt es natürlich auf der Hand, dass der ein oder andere Berater dann doch mal ein Produkt nimmt und dir versucht, schmackhaft zu machen, wo für ihn eine hohe Vergütung drinsteckt, was aber für dich vielleicht gar nicht das Richtige ist. Das heißt, auch bei den Versicherungsmaklern hast du häufig das Problem, dass du häufig einer sogenannten Provisionsberatung ausgewiesen bist. Dementsprechend ist es sinnvoll, zu einem Berater zu gehen, der eben eine andere Vergütungsform für sich gewählt hat, wie zum Beispiel die Honorarberatung. Hier ist es so, dass der Berater ganz unabhängig vom Produkt bezahlt wird und dass du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine bessere Beratung bekommst. Allein schon vor dem Hintergrund, dass dieser Honorarberater, sein Honorar ja irgendwie argumentieren muss. Das heißt, er muss sprichwörtlich was dafür leisten und muss natürlich über das Produkt hinaus dir auch Informationen und Know-how und Wissen mit an die Hand geben, als dass du bereit bist, ein Honorar zu bezahlen. Ein Honorarberater, der sich also schon länger am Markt hält und erfolgreich ist und auch offensichtlich
andere Kunden betreut, Bewertungen hat und einen professionellen Eindruck macht, der bietet dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine deutlich bessere Beratung, als du es eben beim klassischen Provisionsberater bekommen kannst. Ein Honorarberater ist dabei zu sehen, ähnlich wie eine Art Steuerberater oder Anwalt. Er bekommt also für seine Tätigkeit eine direkte Vergütung von dir. Das kostet natürlich Geld und du siehst es, aber wenn du mal ein bisschen tiefer nachforscht und in dich gehst, dann wirst du feststellen, auch der Provisionsberater, der dir keine Rechnung schreibt, verdient ja auch Geld. Und zwar bekommt er halt Provisionen aus dem Geld, was du wiederum anlegst. Das heißt, bezahlen tust du so oder so, wenn du zu einem Berater gehst. Nur beim Honorarberater hast du es eben transparent und klar auf dem Tisch. Wenn du also zu der Erkenntnis kommst, dass du bei einem Honorarberater in der Regel eine bessere Beratung erwarten darfst, dann ist der zweite Schritt, worüber du dir Gedanken machen musst, woher hat denn der Berater sein jeweiliges Wissen? Bist du bei einer Bank oder bei einer Versicherung, ist relativ klar, dass diese Banker und Versicherungsvertreter in den hauseigenen Schulungen unterwegs sind, dort weitergebildet werden und natürlich der Schulungsgeber, also der entsprechende Anbieter, der Konzern, der dahinter steht, einen starken Einfluss auf das Wissen und auf die empfohlenen Produkte nehmen kann. Hier hast du natürlich eine Beraterkategorie, die nicht wirklich neutral in der Lage ist, dich zu beraten, weil sie die Informationen immer von einer Quelle nur bezieht. Gehst du zum Versicherungsmakler, geht der wiederum wahrscheinlich zu verschiedenen anderen Versicherungen und lässt sich dort weiterbilden, aber auch dort bekommt er immer nur sehr einseitig versicherungsbezogene Informationen. Bist du beim Honorarberater, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, als Honorarberater sich weiterzubilden. Es gibt verschiedene neutrale Instanzen, in denen man letztendlich sein Wissen sich aneignen kann. Wir zum Beispiel greifen viel auf wissenschaftliche Arbeiten zurück, auf Studien. Und ganz wichtig ist bei uns auch diese extrem jahrelange Erfahrung mit extrem vielen verschiedenen Verträgen und Gesellschaften, als dass wir hier extrem viel mathematische Informationen mittlerweile gesammelt haben über die Jahre und viele Verträge mathematisch bewertet haben. Ich selbst zum Beispiel war früher auch Versicherungsmakler. So hat meine Karriere in der Finanzbranche gestartet und kann daher aus erster Hand sagen, wie man dort weitergebildet wird. Es wird ziemlich wenig bis gar nichts über die Fondsanlage zum Beispiel beigebracht. In der Regel geht es darum, dass man natürlich möglichst schnell einen Vertrag verkauft bekommt. Man öffnet den Angebotsrechner, macht einen minimalen kurzen Vergleich, klickt 1, 2, 3 Fonds an und hofft eben, dass der Kunde sich nicht tiefergehend auskennt. Und wenn er sich auskennt, dann versucht man 3, 4 Sätze zu dem Fonds zu sagen und sagt, dass der ganz toll ist. Und dann wird im besten Fall entsprechend unterschrieben. So oder so ähnlich laufen bei vielen Provisionsberatern die Beratungsgespräche ab. Und das ist eben einfach nicht genug. Es muss wesentlich mehr passieren, damit der Berater auch wirklich ein vollumfängliches Konzept dem Kunden vorlegen kann. Sprechen wir jetzt mal über die Geldanlagen selbst. Es gibt hunderttausende Möglichkeiten, wie du dein Geld anlegen kannst. Und je nachdem, zu welchem Berater du gehst, bekommst du ganz unterschiedliche Produkte vorgelegt. Wie wir gerade jetzt gelernt haben, gibt es eben verschiedene Beraterarten und es gibt verschiedene Informationsquellen, wo Berater ihre Informationen herhaben. Ich kann dir sagen, das Herzstück einer Geldanlage für deine Altersvorsorge ist immer das Portfolio, aus dem die Rendite letztendlich herkommt. Damit geht alles los. Das heißt, du brauchst einen Berater, der in der Lage ist, ein Portfolio zu verstehen, der sich damit auseinandersetzt, wie sich Renditen ergeben, wie sie sich zusammensetzen und wie es möglich ist, sie möglichst effizient einzusammeln. Und dieser Motor, dieses Portfolio, das ist dann wiederum das Herzstück, wie gerade erwähnt, und das muss dann letztendlich installiert werden in eine Ummantelung, entweder über eine Bank oder über einen Versicherer. Das sind die beiden Lagerstellen, die dazu führen, dass du das Ganze für dich auf deinen Namen aufbaust. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt manche Kunden, die auf uns zukommen, die mir erzählen, dass sie Geld angelegt haben und das Geld komplett in die Hände des Beraters gegeben haben. Das heißt, sie haben das tatsächlich überwiesen auf das Konto eines Beraters. Das ist natürlich ein extrem dummer Fehler, weil am Ende des Tages sollte ein Berater nur eine Funktion, eine Zwischenstelle für dich sein, als dass sie dir zeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Dass du deine Anlagesummen aber dem Berater gibst und der unter Umständen damit Mist macht, solltest du vermeiden. Du solltest auf keinen Fall irgendwo auf den Berater so weit vertrauen, dass er schon angeblich das Geld für dich anlegt. Sorge immer dafür, dass am Ende des Tages du der Vertragsinhaber bist, sei es bei einer Bank oder bei einer Versicherung, und der Berater am Ende des Tages dich nur unterstützt und an der Seite deines Tisches sitzt und dich begleitet, aber nicht derjenige ist, der dein Geld komplett bekommt. Die Herausforderung sowohl für dich als auch für den Berater ist es, ein Portfolio so weit zu verstehen, dass man sich damit auskennt, wie man es schafft, die besten Renditen, die besten Assetklassen zu erreichen und wie man das am Ende des Tages in ein ideales Portfolio zusammensetzt. Es gibt verschiedenste negative Einflussfaktoren, die die Rendite mindern. Und ein guter Berater sollte diese Faktoren kennen, dich darüber aufklären und dir zeigen, wie du die möglichst klein hältst. Wichtig ist natürlich auch, und nicht zu unterschätzen, das Thema der Steuern. Auch da gibt es einfach Optionen und Möglichkeiten, Steuern gravierend zu sparen. Und wenn man das natürlich nicht berücksichtigt, dann zahlst du unnötig viel, Zehntausende bis Hunderttausende über die Jahre deines Lebens an Steuern.
Und diese ganzen kleinen Bausteine, die musst du alle verstehen, beziehungsweise einen Berater haben, der in diesem Thema halt einfach spezialisiert ist und Experte ist. Ich kann dir wieder aus eigener Erfahrung sagen, von meiner Ausbildungszeit und den ersten Jahren meines Berufslebens, dass eben diese ganzen Details, die so unglaublich wichtig sind in der Gesamtheit, gar nicht Teil der Ausbildung sind. Es wird dort viel erklärt und viel erzählt, aber am Ende des Tages sind die Dinge, auf die es am Ende des Tages wirklich ankommt, kein Bestandteil dieses Ausbildungsberufes. Und deswegen liegt es einfach an den Beratern selbst, ob sie über die Jahre sich damit auseinandersetzen, wie man ein Portfolio aufbaut, wie man es optimal aus Kundensicht zusammensetzt oder ob sie einfach nur weiterhin Produktverkauf machen und das weiterplappern, was sie auf ihren Schulungen lernen. Du merkst, es steckt relativ viel Komplexität in dem Thema drin. Und wenn du für dich entschieden hast, dass du eben einen Berater haben möchtest, dann musst du eben dich damit auseinandersetzen, was für Beraterarten es gibt, wo die ihre Informationen herhaben und dich damit auseinandersetzen, dass ein Berater auch wirklich in der Lage ist, dich komplett zu beraten. Wenn du jetzt schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast, dann bringt dir vielleicht dieses Video ein paar Erkenntnisse, als dass diese schlechten Erfahrungen hätten vermieden werden können, wenn du dich besser informiert hättest und dich besser mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Die schlechten Erfahrungen an sich können wir nicht mehr ändern. Wir können dich aber aufklären und du kannst dafür sorgen, dass in Zukunft, indem du dich einfach besser mit dem Thema beschäftigst und einfach sachlicher an die Sache rangehst, diese Fehler nicht nochmal machst. Das ist wie in allen Bereichen des Lebens. Fehler, die passiert sind, sind passiert. Aber was dir keiner nehmen kann, sind die Erkenntnisse, die du daraus ziehst. Und deshalb lade ich dich dazu ein, dass wir einfach mal offen über deine Erfahrungen sprechen, darüber sprechen, welche negativen Situationen du erlebt hast, was dazu geführt hat, konkret in deinem Fall, warum das dazu gekommen ist und was wir tun können, damit das in der Zukunft nie wieder passiert. Damit du dich eben nicht beim Thema Altersvorsorge jetzt zurücklehnst und in dem Sinne nichts mehr machst, weil du einfach sagst, ich habe vor 25 Jahren mal eine falsche Entscheidung getroffen, einen falschen Berater gehabt, ein paar Euro verloren oder. Das darf nicht das Resultat deiner negativen Erfahrung sein, sondern du musst nach vorne blicken und du musst es für die Zukunft einfach besser machen. Überlass das Thema Altersvorsorge nicht dem Zufall. Nur weil du jetzt schon ein paar Verträge hast, wo du einzahlst und den Eindruck hast, vielleicht das Gefühl hast, dass das passt und du vielleicht sagst, ich habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, kann ich dir sagen, die allermeisten Berater kreuzen einfach irgendwelche verschiedenen Pünktchen an in ihren Angebotsrechnern, legen dir dann einen Vertrag hin, sitzen dann da und machen auf dich den Eindruck, dass sie ja angeblich Experte in ihrem Thema sind und du unterschreibst und bist im guten Glauben da, Jahre, Jahrzehnte am Einzahlen und dann kommt häufig, erst wenn es zu spät ist, das böse Erwachen. Ich sage dir das so deutlich, weil ich es einfach jeden Tag immer wieder sehe. Immer wieder kommen Leute auf uns zu mit einem teilweise gemischten Gefühl, ob das sich lohnt und ob es sich rechnet. Und dann stellen wir extrem häufig fest, dass diese Verträge einfach gar keinen Sinn machen und dass sie am besten hätten gar nicht erst abgeschlossen. Wie gesagt, die Vergangenheit können wir nicht ändern. Wir können aber alle nach vorne gucken und wir können die Dinge für die Zukunft besser machen. Deswegen mein Appell an dich, egal ob du schlechte Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht auch im Moment noch glaubst, dass du perfekt und gut unterwegs bist mit deinen Verträgen, nimm das Thema ernst, setz dich damit auseinander, weil die Altersvorsorge und der Ruhestand kommt irgendwann und spätestens dann wirst du feststellen, ob du alles richtig gemacht hast. Und ich würde mir wünschen, dass du das gerne schon vorher feststellst, um vorher entsprechend zu agieren und die Dinge in die richtigen Richtungen und Bahnen zu lenken. Wenn du dabei Hilfe haben möchtest, dann kannst du gerne bei uns als Honorarberater dir mal einen kostenfreien ersten Termin buchen. Geh mal auf www.tappeconsulting.de. Den Link findest du auch hier unter dem Video und dann informiere dich über uns und dann buch dir doch einfach, so wie Tausende vor dir auch schon, einen kostenlosen ersten Termin, in dem wir uns deine Verträge angucken und herausfinden, welche Erfahrungen du gemacht hast und wie wir das für die Zukunft noch verbessern können. Also ich freue mich auf dich. Bis bald, dein David.